Willkommen zur ersten Folge NPC-Skripten für Anfänger. Ich habe euch da etwas vorbereitet. Nämlich haben wir hier ein Beispiel-Skript für Anfänger, das ich auch sehr oft noch nutze, weil ich bin da auch noch nicht so 100% der Profi drinne. Zum Skripten habe ich jetzt mal das hier vorbereitet. Wir schauen uns aber erst einmal an, womit wir denn überhaupt skripten. Wir nutzen Notepad++ als Programm und klicken dann hier einmal auf die Sprache YAML, YAML. Das ist dann hier auch unsere Dateiendung YML und darauf basiert dann unser Skript. Also das ist einfach, damit wir hier die sichtbaren Verschiebungen drin haben. Und wir schauen uns jetzt einmal an, wie so ein Skript aufgebaut ist. Also zum einen erstellt von, erstellt für. Dann der Name des Skriptes. Auf der Ikone ist das für Städte, NPCs, für Spieler immer PlayerScript. Unterstrich Stadt-ID und eine fortlaufende Nummer. In unserem Fall machen wir das einmal für die 127311. Also 1273 ist Kodiak und die 11 wäre der 11. NPC. So, Interact Scripts, dasselbe in grün, 1273 unterstrich 11 unterstrich Interact. So, was haben wir hier unten zu sehen? Da geben wir dem NPC jetzt Namen, Interaktion, Stadt-ID, was er macht, wie er das macht, kommt später. Die Grundeinstellung, Name, Skin, allgemeine Einstellungen, zum Beispiel dreht er sich mit Klick-Trigger. Interaktion per Klick, Chat-Trigger, Interaktion per Chat, Proximity-Trigger, Interaktion in einem bestimmten Radius, wenn man reinkommt oder auch raustritt. Beispielsweise hier habe ich das schon einmal vorbereitet. 1273, 10, Interact-Scripts, Player-Script, 1273. Interaction, Toggle to, Toggle to, Radius 3. Der NPC heißt Leon und bekommt den Skin von Leon, auch wenn ich nicht weiß, wie Leons Skin aussieht. Ich zoome mal ein wenig rein. Mach mal den hier. Dann das Interaction Script selbst. Steps, Default, Proximity Trigger, Entry, also Eingang, Script, Chat, Google Player Name. Player Name steht in dem Fall für euren Namen, beziehungsweise der Name, der dann in den Radius eintritt und austritt. Hier in der Galerie Neue Altstadt findest du einige coole Banner. Das ist wie gesagt für Kodiak, deshalb ja, kommen da ab und an mal so Sachen für Kodiak drin vor. Und Exit, also wenn er den Radius verlässt, Script, Chat, bis bald Player Name. Und das war's dann auch schon. Die Farbcodes, in dem Fall und 7 und das und 3, stehen in eckigen Klammern. Sonst ist das einfach nur und 3, was da im Chat stehen würde. Die Farbcodes findet ihr in-game mit /cc heraus. Das nutze ich auch ganz oft. Und ja, an sich war es das auch schon mit dem ersten Script. Hier wie gesagt nur Proximity Toggle to Radius 3 und Proximity Entry und Exit. Beim nächsten Mal dann auch mit Click Toggle.
bis dahin sage ich Gude. Achso. Bevor ihr jetzt abschaltet, rechts habe ich noch zwei Videos für euch, oben von YouTube für euch vorgeschlagen, unten mein neuestes Video. Links könnt ihr meinen Kanal abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. An dieser Stelle sage ich Gude und bis zum nächsten Mal.